Operation Große Welle lief gut. Aber als dieser Phantom-Rubin zum Einsatz kam, ging alles schief. Dieser falsche Shadow wurde mit Hilfe des Phantom-Rubins erschaffen, richtig? Selbst als virtuelle Kopie ist er genauso stark wie der echte Shadow. Rouge, hast du die Informationen, die ich brauche? Nein, noch nicht. Aber Berichten zufolge befindet Dr. Eggmans Datenbank sich im Chemiewerk. Wenn wir dorthin gehen, finden wir vielleicht etwas. Das klingt vielversprechend. Wir müssen herausfinden, was es mit Infinites macht und dieser virtuellen Realität auf sich hat. Tails, kannst du dich darum kümmern? Klar, ich gehe mit Sonic. Ich meine mit dem anderen. Zum Chemiewerk. Laut Rouge sollte hier irgendwo eine Datenbank sein. Wir müssen das richtige Gebäude finden. Das Gebiet ist ganz schön groß. Die Suche könnte also etwas dauern. Das ist kein gutes Zeichen, wenn es zu ruhig ist. Hier ist Vorsicht geboten. Wow, das Wasser steigt. Etwas muss das ausgelöst haben. Auf der Hut bleiben. Die Datenbank also. Warte kurz, während ich auf die Daten dieses Rechners zugreife. Okay. Fehlgeschlagene Schlachtpläne, alte Roboterdesigns. Wow, 10 Terabytes an Selfies. Aber wo sind nur die... Aha! Virtuelle Realitätswaffe. Der Phantom-Rubin. Eine Waffe, die die visuelle und Tiefenwahrnehmung kontrolliert, dem Gehirn falsche Informationen schickt und so für Opfer eine neue Realität erschafft. Wie, als ob man einen blauen Fleck bekommt, wenn man sich im Traum stößt? Unglaublich! Dr. Eggman hat mit verschiedenen Prototypen experimentiert und dann die finale Version bei Infinite eingesetzt. Wenn ich das richtig verstehe, hat die Technologie eine Schwäche. Das ist genial! Das muss ich gleich den anderen sagen.